Nun denn, Leute, da wären wir wieder zu einem neuen Part von One Piece Pirate Warriors und es geht weiter mit der nächsten Episode, denn im letzten Part haben wir Arlong platt gemacht. Wir haben eigentlich sogar den ganzen Arlong Park platt gemacht. War ja richtig geil mit Ruffys Attacke, so einmal quer durch das ganze Gebäude von oben nach unten durchgestochen mit seinem richtig geilen Gum-Gum-Angriff und dann war der ganze Arlong Park im Arsch und tja, der Typ hat es auch nicht anders verdient. Name ist jetzt offiziell ein festes Mitglied unserer Bande. Und die nächste Episode, ich schätze mal, ich vermute mal, die wird mit Chopper zu tun haben, weil mir fällt jetzt sonst nichts anderes ein, was dazwischen noch kommen könnte. Also zwischen Arlong Park und Drum war ja, glaube ich, nicht wirklich was Wichtiges. Also kann gut sein, aber ich lasse mich einfach mal überraschen. Let's go! ナミさんもご苦労なさったんですね。村の運命を一身に背負ってコツコツお金を盗んでいたなんて。村が助かってよかったな、ナミ。一曲歌わせてくれるかい。聞いてください。渡る世間は金任せ。 待て、てめえら何さんの感動エピソード。それより三次、肉が足りねえぞ。てめえは黙ってろ。でも今になって考えてみると、私が背負ってたものなんて大したことないわ。一人っきりで国を一つ背負い込んでた子もいたんだから。そんな骨のある方がこの一味に？ ビビって言うんだ。船からは降りたけど、今でも俺たちの仲間なんだ。ビビは私の命の恩人でもあるの。あの時ビビの決断がなければ私は今頃。麦わらの一味はついにグランドラインに突入した。そこに待ち受けていたのは アラバスタ王国の乗っ取りを企む秘密犯罪会社バロックワークス。その陰謀を阻止するため組織に潜入していたアラバスタの王女ビビは、素性をバロックワークスのボスに知られ命を狙われていた。王国の命運を背負って一人戦うビビに心を打たれた麦わらの一味は、バロックワークスによって仕組まれた反乱軍の暴走を止めるためビビと共にアラバスタ王国を目指す。 しかし、一刻を争う航海の途上、ナミが突然の高熱に見舞われてしまう。ビビのためアラバスタへ急ごうとするナミだったが、ナミの回復を優先したいというビビの勇気ある提案を受け、ルフィたちは医者を求めてドラム島に上陸した。しかしこの島にいる医者は魔女と呼ばれるドクター・クレハ、ただ一人。彼女は雪山の頂上に立つ城に住み、 いつ町に降りてくるかわからないという。一刻の猶予も許されない状況で、ルフィが下した決断は。みんなにお願いがあるの。船に乗せてもらっておいて、こんなことを言うのもなんだけど、今私の国は大変な事態に陥っていて、とにかく先を急ぎたい。一刻の猶予も許されない。 これからこの船を最高速度でアラバスタ王国へ進めてほしいの。当然よ、約束したじゃない。だったらすぐに医者のいる島を探しましょう。一刻も早くナミさんの病気を治して、そしてアラバスタへ。それがこの船の最高速度でしょ。そうさ、それ以上スピードは出ねえ。 いいのか？お前は王女として国民100万人の心配をするべきだろう。そうよ。だから早くナミさんの病気を治さなきゃ。よく言ったビビちゃん、惚れ直したぜ。俺いい度胸だ。ごめんなさい、気を使わせて。無理しないでナミさん。悪いビビ。 やっぱ私ちょっとヤバいみたい。
近くに島があるはずよ。サンジさん、注意して水平線を見てて。確かに。見えた。島があったぞ。 いいよ、おぶってくから。それでも悪化するに決まってるわ。早く見せた方がいいだろ。いけるや。てめえがいけても、ナミさんへの負担は半端じゃねえぞ。あの山から転落したら健康な人でも即死よ。<笑>ナミさん、よろしく。 So, da sind wir jetzt endlich in Drum. Nami beim Tragen. Nami ist krank und ihr geht es immer schlechter. Nami ist gesünder, wird im oberen Bildschirmbereich als Zeit dargestellt. Gib Acht, dass ihre Zeit nicht abläuft. Wenn du dich einem Feuer näherst, kann sich Nami aufwärmen, zeitweise ihren Zustand verbessern. So, ich muss jetzt sagen, jetzt habe ich echt schon ein bisschen Angst gehabt, dass der Erzähler da schon von Alabaster gesprochen hat. Habe ich schon Angst gehabt, dass sie ganz Drum irgendwie auslassen, aber war ja dann zum Glück doch noch nicht der Fall. Also wir sind wirklich erstmal auf Drum und werden dann sie irgendwann noch Chopper treffen, aber jetzt müssen wir erstmal Nami zu Dr. Kolea bringen. Nami-san, heikusoka? Yabakunattara takibiyo sagashite dan wo tore. Tada de sae kono samusa da. So, okay, also solange wir hier bei so einem Feuer sind, läuft auch die Zeit nicht weiter. Bin mal gespannt, ich muss sie sicher bis ganz ans Ende der Karte da tragen. Okay, los geht's. Wirklich laufen kann ich ja leider nicht. Ich werde mich auch gar nicht verteidigen können, während ich sie da, muss ich mich auf Sanji verlassen. Da haben wir wieder ein Feuerchen. Ah, Nami erholt sich. Ah, schön, dass die Zeit das sogar wieder aufgefüllt wird. Hä, was? Nicht zuerst? Wie? Wohin? Ach ja, Sanji macht sich natürlich mal wieder extra viele Sorgen und was ist denn das da? Ruheplätze für Nami. Ruffy kann Nami vorübergehend auf eine Bank ablegen, um wieder normale Aktionen ausführen zu können. Aber auf der Bank wird sich Namis Gesundheit stetig verschlechtern. Das behalte ihren Zustand im Auge. Und zwar immer. Vielleicht, wenn ich dazwischen mal kämpfen muss oder irgendwas tun muss. Ja, hier so, R2. So, abgelegt. Jetzt mal ganz schnell hier. Und gleich wieder mitnehmen. Trage Namen und stimme weiter. So, komm mit. Aber cool, was sie sich so hier einfallen lassen. Das ist mal eine nette Abwechslung. So, und da ist wieder Nami erholt sich. Kisten öffnen beim Tragen von Nami. Wenn du dich einer Schatzkiste und dabei Nami trägst, dann drücke die anzugezeigte Taste, so kannst du Gegenstände in Nami heilen erhalten. Na dann her damit. So, ein heißer Tee oder irgendwie so. So, dann lege ich dich hier nochmal ab. Machen wir hier wieder diesen. Oder nicht. Moment. Muss ich mal erst auf die Glühbirne warten und dann das... Hä? Was soll das jetzt? Hallo? Was willst du von mir, Spiel? Was wollen du? Was du wollen? Ich nichts können machen weiter hier. Nein, muss ich ablegen. So, komm. Was soll das jetzt hier werden? Muss ich einfach dagegen bashen? Nee. Was soll denn der Quatsch? Ach so, hier. Mensch, guck doch mal richtig, du Idiot. Machst du mir auch wieder extra umständlich, nicht wahr? So, und jetzt von hier geht das natürlich. Zack! Rübergezogen. Und mitkommen. So, ich hoffe, wir haben es jetzt gleich geschafft. Ui, Nami,
Drücke Name zum Aufwärmen ins Feuer. Bitteschön. So, Name erholt sich. Alles wieder voll. Okay, da oben darf ich sie wieder absetzen. Also muss ich sogar tun, weil hier ist das Tor zu. Aber ich komme jetzt nicht noch Feinde, das kann ja gut sein. So. Und da sind auch schon welche, voll fies. Ich sehe Piratenanführer. Alter, sind das viele. Dreckskerle. Ich werde den Namen in Ruhe lassen. So, Mission abgeschlossen. Wir haben sogar noch ein Level abbekommen. Tage, Namen, Stimme weiter. Alles klar. Dann komm mal mit. Ah, Tor geht auf. Sehr schön. Ach du meine Güte, das wird ja immer größer hier. Holy moly. Ah, hier kann ich sie jetzt wieder absetzen. Aber das Feuer erstmal zum Feuer. So, erstmal alles auffüllen. Und dann wird sie abgelegt. So, nimm Platz. Ich komme gleich wieder. Achso, nee, oh, jetzt muss ich wieder zurück. Jetzt muss ich den ganzen Weg hier erstmal frei machen, dass ich mit Name da durch kann. Alles klar. So, hier. Hier geht's lang. So, sonst noch irgendwie was machen? Hier? So, jetzt bin ich hier drüben. Ah, dann kann ich hier noch was machen. So. Ah, verdammt. Das war jetzt nicht so cool. Halt. Kann ich das nochmal machen? Bitte. Ich will nochmal. Komm schon. Ah, wieso geht denn das nicht? Was soll denn die Scheiße jetzt? Boah, dann fahr doch runter. Ey, kann er nicht. So, halt, Moment. Du war jetzt gerade was. Ah, okay, vielleicht war das eh richtig. Hoffe ich jetzt mal, obwohl, nee, das da drüben sieht doch so komisch aus. Wie mache ich das hier alles richtig? So, und hier, zack, 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 zack. Ist das jetzt alles fertig? Zum Teil eigentlich schon, bis auf das da drüben. Das irritiert mich jetzt gerade ein bisschen. Aber das kann ich ja nur von der anderen... Ne, das kann ich nur von der anderen Seite aus ziehen. Das kann nicht anders gehen. So, wir haben noch 3 Minuten für Nami, ungefähr. So, was müssen wir schon wieder? Da drüben? Ne, will ich jetzt nicht. Hier ist eh alles fertig. Komm, lauf mal zurück zu Nami. Nami, wo bist du? Da bist du. So, komm her. Schön ins Feuer. Also nicht ins Feuer, sondern ihr wisst schon. So, hier ist, es sieht noch immer nicht so aus, als könnte ich hier komplett weiter. Und wegen diesem einen Scheißding da drüben, wieso geht denn das nicht? Nee, ich glaube, ich muss Nami doch nochmal ablegen, sorry. Da stimmt irgendwas nicht ganz.
Da stimmt irgendwas nicht. Irgendwas habe ich nicht richtig gemacht, sonst könnte ich da jetzt schon weiter. Aber laut Karte ist da noch immer das Symbol so, dass es nicht weitergeht. So, komm, beweg deinen Arsch, Ruffy. Deinen Gummipopo. Wir müssen da noch irgendwas müssen wir da noch machen. Irgendwas habe ich da nicht richtig gemacht. Ich glaube, da, wo ich mich so rauf wirbeln musste. Oder so. Mann, Ruffy! Was machst du denn? Warum bin ich jetzt hier unten? Das ist so scheiße, dass immer mit diesen blöden Knöpfen drücken hier. Ist hier unten eigentlich irgendwas? Nö, hier ist nichts. Könnte sein, dass hier Truhen irgendwo rumstehen, aber hier stehen eh keine rum. Ich will doch gar nichts brauchen. So, komm jetzt. Mach doch mal was richtig, Ruffy. Er macht es nicht richtig! Ruffy! Sei nicht so ein Trottel! Warum funktioniert das nie? Warum muss man da immer so schnell schon X drücken? Da komme ich doch nicht mit! So, nochmal! So, ey, das kann ja nicht sein hier! So, jetzt hier rauf. So, na endlich. Und jetzt gib her diesen Scheiß. Ich meine, das hat jetzt ganz schön lange gedauert, Leute. Tut mir leid. Aber jetzt können wir ja endlich mit Nami weiter. Oder kann ich hier auch noch was machen? Hier geht es noch woanders lang. Ach du meine Güte. Okay, nee, aber hier ist dann wieder eine Bank. Ja, da muss ich sie jetzt erstmal mitnehmen, weil sonst das dauert mir dann auch zu lange, ne? Nami, ich komme! Alter, was ist denn hier für ein Mist eingefallen? Also das fand ich jetzt nicht so cool, dass das da einfach nicht klappt mit diesen blöden Knöpfen drücken. Aber ich mich jetzt echt dumm angestellt, gebe ich auch offen und ehrlich zu. So. Erstmal hier wieder beim Feuer aufwärmen, aber jetzt geht's wenigstens endlich mal weiter. Heilige Scheiße. Hoffentlich schaffe ich es in dem Part noch bis zu dem Sperrebuch da oben, das wäre jetzt echt nicht schlecht. Mann, Ruffy bewegt dich doch mal ein bisschen schneller, aber Nami, so viel kann die doch gar nicht wiegen. Die ist doch eh Leichtgewicht. Ich meine, es ist zwar eine nette Abwechslung, aber die Umsetzung, ich weiß nicht. Ich habe jetzt übelst Probleme gehabt, rechtzeitig eine einzige Kacktaste zu drücken, nur weil es einfach nicht funktioniert hat. Und man muss immer genau dann drücken, wenn quasi der Pfeil aufleuchtet, weil sonst funktioniert es nicht. So, Nami, du nimmst hier wieder Platz. Und ich mache hier weiter. So, jetzt. Was jetzt? Hier ist nochmal ein Feuer. Hä? Was wollte ich denn hier schon wieder machen? Hier oben ist doch was. Oder nicht? Nein, das will ich nicht! Das wollte ich gar nicht. Dummkopf. Was will das Spiel von mir? Kann ich den nicht irgendwie abreißen, dieser Esszapfen? Was soll mir das bringen? Ah, ich kann... Da drüben ist was! So, hier ist was. Da drüben auch. So, das da. Ja, damit kann ich nichts machen. Ja. Sind wieder richtig schlau. Okay, hier haben wir jetzt ein Sperrebuch. Okay, Leute, dann vielleicht... Ob ich den Part jetzt nicht doch schon beenden sollte. So, trage Nami und stürme weiter. Naja, das ist so eine Sache. Vor allem hier voll so Wabuls-Zeichen. Den Typen kann ich überhaupt nicht leiden. Der ist... Erstens ist der Potten hässlich, klein und fett und ein Asshole und was weiß ich noch alles. Hat er auch die Manchmanschfrucht gegessen, sollte man eh wissen. Dann wird der sicher der Storyboss dieser Episode sein. Na gut, Leute. Es tut mir leid, dass das jetzt ein bisschen lange gedauert hat, hier voranzukommen, weil ich mich so blöd angestellt habe. Aber wenigstens kann Nami hier nichts passieren. Das Sperrealbum ist wenigstens genau hier drin, während hier noch schön das Feuer knistert. Also, ich werde es einfach hier speichern, den Part beenden. Und im nächsten tragen wir Nami dann weiter. Ich hoffe, dass dann nicht mehr allzu viel kommt, dass wir mit Nami dann endlich am Ziel sind. Also bitte nicht böse sein, aber im nächsten Part geht es dann wieder weiter mit One Piece Pirate Warriors.
Ciao und bis zum nächsten Mal. Und verzeiht mir bitte die Fails, ich kann's einfach nicht besser.